In Zeiten von Niedrigwasser sieht man die Gefahren durch ein Hochwasser kaum. Die an der Universität Freiburg entwickelte Software Prion Lab macht Vorhersagen ohne großen Aufwand möglich. Ein Ideengeber ist der Informatiker Jens Cornelis. Bislang war es extrem schwierig, diese Vorhersagen zu treffen, weil es dazu Anlagen benötigt hat. Man hat hier tatsächlich Prototypen gebaut, die beinahe maßstabsgetreu genau die Situation wiedergegeben hat, die man simulieren möchte oder wo man eine Voraussage drüber treffen möchte. Und mit Prion Lab kann man das sehr, sehr einfach mit dem Computermodell machen. Wir stehen hier in der Dreisam und für einen Stadtbauer ist es sehr, sehr interessant und auch wichtig, herauszufinden, was Starkregen für den Fluss der Dreisam bedeutet. Mit Prion Lab kann ich das mit dem Computermodell sehr, sehr einfach und kostengünstig machen, indem ich mich an den Computer setze, das Modell importiere und einfach simuliere. Man kann jetzt beispielsweise die Druckkräfte an der Brücke und an den Brückenpfeilern messen und so für den Statiker wichtige Informationen geben. Beispielsweise auch, was passiert, wenn hier ein Boot, in diesem Fall eine große Tonne, auch gegen die Brücke schlägt und hier zusätzlich nochmal Schaden entstehen lassen kann. Wassermassen, die zu bändigen sind, gibt es auch im Kleinen. Wenn es auf eine Windschutzscheibe regnet, müssen die Scheibenwischer die Flut beiseite schieben. Wo überall das Wasser am Auto hingelangt, kann man perfekt simulieren. Genauso gut geht das aber auch beim täglichen kleinen Malheur. Das mit der Tasse habe ich jetzt natürlich absichtlich gemacht, weil ich hier ein paar Effekte sehr schön zeigen kann. Nämlich, wie die Flüssigkeit durch die Rauigkeit des Tisches hier abgebremst wird und sich dann mit dieser Geschwindigkeit ein Abrisswinkel ergibt, der hier dafür sorgt, dass die Flüssigkeit an der Tischkante entlang abgeleitet wird. Und dann ein Stück weiter unten dasselbe nochmal passiert, eben, wo es dann in die Schublade reinfließt. Und genau das können wir dann mit dieser Tasse auch modellieren an unserem Computer mit Prion Lab, wo wir hier genau dieses Phänomen abbilden können und hier zeigen können, wie die Flüssigkeit hier eben in Abhängigkeit genau dieser Rauigkeit abgebremst wird und hier an der Tischkante dann entlang fließt. Die Simulation von Flüssigkeitseffekten als Geschäftsidee kam Jens Cornelis während seiner Studienzeit. Angefangen hat das Ganze als Forschung an der Universität Freiburg, wo wir jahrelang uns mit dem Thema beschäftigt haben und irgendwann die Idee hatten, Mensch, da könnten wir eine Firma draus machen. Das ist eigentlich ein tolles Produkt. Dabei geholfen hat uns dann letztlich das Gründerbüro der Universität Freiburg, die uns unterstützt haben beim Schreiben des Businessplans, die uns dann auch geholfen haben beim Antrag von Fördergeldern und wo wir letztlich auch noch 1,5 Jahre in den Räumen der Universität sitzen konnten, als die Firma schon gegründet war. Wie das Wasser beim Abwaschen um Tomaten fließt, war eine der ersten Simulationen der Firma 52. Heute befassen sich die Mitarbeiter genauso mit dem Wasser in Waschmaschinen wie mit dem zirkulierenden Öl in einem Getriebe. Jüngstes Projekt ist, die Abwasserableitung in einem Neubauviertel zu simulieren, um damit optimale Rohrdurchmesser und Laufwege erzielen zu können. Von der Autobahn kennt man das berühmt-berüchtigte Reißverschlussverfahren, wo es dann häufig eben zu Staus kommt, wenn zwei Straßen ineinander fließen. Und das ist im Wasserbau bei zwei Kanälen, die zusammenfließen, eben auch genauso. Auch hier muss man verhindern, dass es hier aufstaut, dass hier beispielsweise auch Wasser über das Ufer übertritt, indem man ein Reservoir baut, indem man hier eben den Fluss entsprechend konzipiert, um genau so eine Situation, wie wir sie auf der Autobahn leider zu oft haben, zu vermeiden. 52 wächst weiter. Inzwischen arbeiten 11 Mitarbeiter in der Universitätsausgründung. Und weil Flüssigkeitssimulationen immer gefragter sind, stehen die Chancen gut, dass es bald noch mehr sein werden.